Hasst mich Twitch wahrscheinlich. Ach, für Twitch war es nur eine Unterbrechung. Auch gut. Auch geil. Wusste ich gar nicht, dass Twitch das dann einfach nur als Unterbrechung sieht, wenn es einmal kurz weg ist. Jetzt wird nicht schlecht. Dann müssen wir mal hier den Danny einladen nochmal. Wie geht das Router? Hier beiden. So, und so sieht aber Pascals ausmachen. Also das machen wir aus. Pock machen wir auf jeden Fall aus. Aber mach bitte auf jeden Fall, dass wir es mit dem Halo 2 Erlebnis haben, ne? Dass wenn einer stirbt, wir wieder einen neuen Kontrollpunkt anfangen. Ja, auf jeden Fall. Da habe ich richtig Bock drauf. Das wollen wir nicht machen, oder? Wenn one player dies, the other player gets a larger damage boost. Nee, wir machen nichts, was uns hilft. Okay. Legendär, wir können diese Party-Fiesta machen, das hilft uns ja nicht, ja. Aber wir machen nichts, was... Wir packen es ehrenhaft. Okay. Okay, wir haben wirklich Halo 2 alles abused, was man abusen kann, aber... They let me pick. Did I ever tell you that? Choose whichever Spartan I wanted. You know me. I did my research, watched as you became the soldier we needed you to be. Like the others, you were strong and swift and brave. A natural leader. But you had something they didn't. Something no one saw but me. Can you guess? Luck. Das kommt durch die deutsche Stimme von Elton. Ich weiß noch, wie ich das erste Mal gespielt habe. Boah, das war so geil. War dann die Trauer von Halo 2 wieder weg? Ja, da war die Trauer von Halo 2 wieder weg. Waren ja 3 Jahre dazwischen oder so. This ain't good. Und Elton. Damn. Das ist einfach Elton. 2 kilometers, easy. Stay sharp. Norman, his armor's locked up. Gel layer could have taken most of the impact. I don't know, Sergeant Major. Radio for Vito. Heavy lift gear. We're not leaving him here. Yeah, you're not. Oh, crazy fool. Why do you always jump? One of these days, you're gonna land on something as stubborn as you are. And I don't do bits and pieces. Where is she, Chief? Where's Cortana? Don't make a girl a promise if you know you can't keep it. She stayed behind. Corporal, make it quick. Sorry, sir. Your armor's still in partial lockdown. Feet, wait! The Arbiter's with us! Come on now. Got enough to worry about without you two trying to kill each other. Were it so easy. We must go. The brutes have our scent. Then they must love the smell of badass. And I left a little present for you, Arbiter, and I'm walking away. Ha ha ha!
Bei mir hat er gesagt, man müsste den Geruch vom Badass lieben. Bei mir hat er gesagt, dann lieben sie den Geruch von Granit. Auf Deutsch. Granit, okay. Aber auf Deutsch ist es halt Elfenfleuern. Ja, tut mir leid, ich der bin... Sanitäter. Ja, ich... Hey, warum bist du der Master Chief und ich eine Elite? Ich bin der Host vom Spiel. Was soll denn die Kacke? Du bist der Arbiter. Arbiter. Ich bin der Master Chief, du bist der Arbiter. Ich will nicht Arbiter sein, ich will Master Chief sein. Du bist der Arbiter. Ich bin der Chief. Vor allem, ich kann mich nicht mehr als unsichtbar machen, weißt du? Die Kacke. Du bist der Chief, ich bin der Arbiter. Bravo Team, ist das. Ey, aber hey, du kannst sagen, so Sergeant sonst, was du willst, hat's auch weit gebracht, ne? Sergeant Major. Was krass. Da muss sich ja richtig einer wegbefördert, ne? Ja, er hat auch wohl genug für die Menschheit getan, ey. Auf dem Halo-Ring zurückgeblieben und doch noch irgendwie sagen, runtergekommen. Wie von Halo, Halo war ja gleich von Anfang an Political Crack, ne? Ein Schwarzer, ja. Der nicht als erster gestorben ist. Ja, gerade wollten wir uns doch umbringen, jetzt tun wir uns zusammen schon zum Blut schicken. Haben wir aber auch legendär, oder? Wir haben auch legendär. Weil der Blut so schnell gestorben ist. Die sind nicht mehr so stark wie in Halo 2. Die ist jetzt schon ein bisschen nervig. Hör auf. Wir können sie aber beim nächsten Mal ausmachen. Nein, das ist gut. Ist hier legendär? Hier ist Overshield, glaube ich, gell? Oder? Nee, doch nicht. Das ist Kacke, Florian. Was ist Kacke? Das ist kein Overshield, meine ich. Hä? So, mein erster Tod war jetzt auch schon in dem Spiel. Gut. Ja, das ist doch nur der Gebieter. Ich bin halt der Chief. Aber Achtung, Runs. Ah, ist gut, Florian. Ich bin der Chief. Eine Sauerei, dass du der Chief bist. Ein Spieler, der kann, wer. Hier ist doch irgendwo ein Gimmick, oder nicht? Was war doch hier? Hier ist doch ein Skull oder so. Ja, hast du den, Daniel? Komm mal her. Ja, das ist nicht cool, nämlich. Das sind alles so die ich hab die Kampagne ja. Das sind das 111. Mal, dass ich die Spiele. Nehmen? Kann ich den nehmen? Ich kann einfach mit, nehmen. Also bei mir ist der RB. X. Was mache ich dann damit, wenn ich ihn habe? Nix, du kriegst einen Erfolg, wenn du noch nicht hattest. Ja, ich krieg den ja eh nicht jetzt. Ich bin ja wahrscheinlich heute Abend. Ich habe auch keinen Erfolg gegeben in der Kampagne. Ich habe, wie gesagt, ich. Der 111. Ey, das weißt du schon, gell? Das ist eine Ehre für dich, gell? 111. Run. 111. Run ist das. Und es wird nicht der letzte Run sein. Ich habe mir noch einmal vorgenommen, mit Levo und Evo das zu spielen. Ja, ich finde mal, dass ich geil finde. Ich verstehe es auch nicht. Es tut mir so leid. Aber auch, dass das Eli das nicht geil findet und dass Renzi das nicht geil findet. Und gerade jetzt das als Vierer-Koop, wie geil das wäre. Vielleicht können wir ja doch Freddy und Michi noch einmal dazu überzeugen. Wenigstens mal einmal nochmal anzuprobieren. Freddy kriegst du bestimmt belabert dazu. Ja, Michi mag doch auch Halo.
Ich mag ja Halo, für das, dass er das mag, zockt das irgendwie nie. Also ich verstehe nicht, dann irgendwas anderes. Oh, schon mal das Bubble Shield, wie gut. Oh, tot. Achso, ja. Ich musste es ja gar nicht sagen. Ja, einfach wieder spawnen. Spawn schon auch, wenn ich die sichere bin. Wie oft du stirbst mittlerweile? Merke ich, dass du jetzt. Wow, ihr kleinen Bastarde von hinten. Oh, scheiße, jetzt werde ich wahrscheinlich sterben. Okay, ich gehe schon wieder zurück. Aber, nee, warte, ich schaff's euch. Okay. Boah, ich kann. Yeah. Es ist witzig, aber es ist auch manchmal nervig. Es nimmt ein bisschen die Immersion, das stimmt. Rettet ihr auch die Menschheit? Ja. Und wir feiern ein Kindergeburtstag. Yeah. Ja, Halo 3 ist einfach mein Lieblings-Halo einfach. Ja, Halo 3 ist wirklich das beste Halo. Finde ich auch. Doch am meisten Bock. Und zwar, also im Moment, so zwei Halo 2 mit Halo 3 mit meinen Gefühlen spielen, weil ich einfach zum Master Chief gemacht habe. Ohne Grund. Nee, die haben halt wegen dem Skin haben die halt. Die wissen halt, wer skilliger ist. Ich meine, du bist jetzt schon 7-mal gestorben, ich bin noch keinmal gestorben. Ja, weil ich ja auch hier genügend kämpfe gerade. Und die Boots halt nur auf den Arbiter gehen, weil der so böse ist. So haben sie sich mit den Menschen gar nicht. Haben sie sich auch mit den Menschen verbündet oder hast du nur den Arbiter? Genau. Lass doch die blöden Menschen in Ruhe. Oh, ich kenne die ganzen Levels in- und auswendig. So geil. Mein Kampfgewehr leer war. Ich werde mal, yeah. Also es nimmt schon sehr die Immersion vorher. Aber es ist halt auch so eine kleine Belohnung. Da ist noch ein Brute, gell? Ich finde, da bemüht man sich gleich noch mehr. Ah, fuck, bin ich tot. Kein Problem, ich hab das alles unter Kontrolle. Doch, da kommen jetzt ziemlich viele. Ja. Oh, sorry, ich bin runtergefallen. Bist du alleine? Deckel haben ja gar keine Sniper mehr. Die haben jetzt auch nur noch Karabiner. Ach komm ey, also die Sniper. Also, das war das dreckigste Dreckslevel auf Delta Halo, oder? In Halo 2. Wo wir da die ganze Zeit an dem Eingang gestanden sind. Ja. Und das war auch so unfair. Und das war halt. Das hat ja auch nichts mit Skill zu tun, da durchzukommen, wenn es halt so random ist und du halt jedes Mal mit einem Schuss weg bist. Ja. Ich weiß gar nicht, du hast es ja auch alles mal alleine auf Legendär, das habe ich ja nie geschafft. Ich hab's nur auf normal oder Heldner. Halo 1 habe ich auf Heldner und das habe ich auf normal. Da krieg ich mir gedacht, wie hast du das alleine auf Legendär? Ich weiß es nicht, aber es war wirklich krass. Aber es ist halt so eine Herausforderung. Halo 3 finde ich, also ist böse gemeint so, aber ich merke jetzt hier, es ist cool, dass es ein Legendär ist, aber ich merke jetzt hier nicht so die Herausforderung, weißt du? Ja, ja, gut so. Also, komm, Halo 2 war schon stellenweise sehr frustrierend. Ja, auf jeden Fall. Gerade auch, oder da, Regret, wo wir da in dem einen Raum
eine Dreiviertelstunde gebraucht haben, um aus dem ersten Raum zu kommen, weißt du? Und Halo 1? Halo 1 war schön fordernd in legendär. Willst du das haben? Das Marine Kampfgewehr liegen lassen. Ah ja, hier liegt auch eins. Jo, perfekt. Ganz komisch, wenn die Blut so schnell draufgehen, ne? Ich finde das geil. So, so. Ja, es ist schon geil, aber also, dass halt, du hast die ganze Zeit halt die Blut vor 7 Magazine reingeknallt. Und jetzt sterben die Blut so mit einem Magazin. So ganz untypisch. Hast du es jetzt genommen, okay? Ich bin gesniped worden, ein Schuss war tot. Das hat mich geändert, Flo. Ich bin nicht über die Mauer gekommen, dumm Dödel. Sorry. Tot. Du auch. Ja, ich bin nicht über die Mauer gekommen, so dumm wie ich war. Irgendwo sind Sniper. Ja, auf der anderen Seite. Du musst mir bloß ab und zu mal so einen Hinweis geben, dann weiß ich sofort, wo die sind. Okay, ich bin tot, Achtung. Grund, in Deckung, geht ein Stück hinter. Wenn du wieder da bist. Sind wir da. Sniper habe ich auch. Ja, Sniper habe ich, Sniper hab ich ausgeschaltet, ja. Die waren auf der anderen Seite. Ja, ich weiß, habe ich. Wow! Okay, bin tot. Sind wir da. Nochmal einen Sniper habe ich. Hab noch zwei Sniper erwischt. Jetzt bin ich tot, sorry, jetzt bin ich tot. Kein Problem. Ich hab die Granate verlegt. Bin wieder da. Jo. Ah, es macht viel mehr Bock. Es macht einfach viel mehr Bock. Es tut mir wirklich leid. Dass ich einfach wiederkomme, macht mir schon wieder so viel mehr Bock. Ja, voll geil. Das ist ein ganz anderes Spielgefühl. Ja, das ist gleich. Der Frust gestimmt sein ist halt nicht da, ne? Du weißt halt so. Natürlich kann es immer mal sein, dass du doch mal vom Kontrollpunkt starten musst, weil der andere vielleicht auch gerade blöd steht, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt viel geringer. Ja, vor allem, wie du schon sagst, also bei Halo 2 war es halt auch viel Trial and Error, ne? Also wie oft haben wir Sachen einfach probieren müssen, um zu gucken, ob sie klappen. Ja, wie gesagt, das hatte dann irgendwann ja auch nichts mehr mit Skill zu tun. Achtung, vor uns Sniper, oben, gehen die Deckung. Ja, bin um die Ecke. Zu dem Brute, der. Ja, Brute ist tot, glaube ich. Plus den Sniper. Bitte. Achtung, Kamikaze gibt's hier, gell? Nein! Ach, oh, fuck, ich hab auf den Sniper mich konzentriert. Alles gut. Dir. Aber ich glaube, den habe ich, den Sniper. Nee, der ist immer noch da. Oh, Alter. Ich bin tot. Ja, warte, ich geh runter. Aber wir können so unendlich Munition so umgeben, ne? Der Snipey ist tot. Wow, scheiße, sorry. Der hat eine Granate noch am Schluss geworfen. Das war ja fies. Kontrollpunkt. Oh, das Team war noch auf. Sniper, oder? Sniper oben. Was sagst du? Ja, links ist auch ein Bein, ne? Aber mit Karabinern. Oh, jetzt Team auch aus, oder? Wenn nur einer stirbt, oder? Dass der andere dann wieder nur weggehen muss, oder? Wo war das? Und jetzt Team. Und jetzt Team ja auch. Das war nur Halo 2, wo das so gemacht hat. Oh, okay. Das war auch. Ah, einer hat einen Sniper. Okay, ich geh zurück. Weg, ganz, der ganz, ja, sind wir da. Der ganz hinten hat einen Sniper. Oben ist auch noch, glaube ich, einer hier im Baum. Den hab ja, ich. Ich hab nur Karabiner, ja. Ich sehe aber keinen mehr. Ah, das ist der. Irgendwo. Hast du den? Ach, da, in die Ecke. Über uns. Ah, nee. Nee, das ist auch ein Karabiner.
Sniper habe ich? Ja, den über dir habe ich. Okay, ich habe auch den Sniper. Okay, dann oh, da ist noch ein Sniper. Direkt vor mir wieder. Bin weg. Bin wieder da. Und wo müssen wir... Okay. Der ist direkt vor uns. Ja, jetzt sicher. Hast du? Ja, ist tot. Nice. Okay, den Baum hast du. Hier ist noch einer. Aber das ist bloß ein Karabiner. Da sind einige Sniper, Achtung. Getroffen, ich bin leider. Gut. Da hinten ist noch einer auf dem Boden. Siehst du den? Muss bloß nachladen. Okay. Hab ihn. Eisenstein. Hier ist noch einer. Oh, fuck. Ah. Boah, jetzt hätte ich fast dich getötet, hey. Okay, hab den. Oh, sorry, ich bin in der Gruppe. Alles gut. Ich bin in der Gruppe von. Von einem Blut ist da auch noch. Ja. Sag mal, allein schon, dass du zwei Schläge von dem Blut ausbringst. Ist ja schon Luxus, oder? Das sind ja alles goldene Blut, du hast ja keine. Warum mach ich Blut? Kein Bock auf Schilde? Körper kann nicht in ein Schild gepackt werden. Ah, nee, stimmt ja, die kommunizieren mit Pheromonen, oder? Die Schilde sind noch. Irgendwie so war das doch, ja. Ja. Der ist immer noch da, oder was? Ah, Sniper. Ich werde drauf gehen, scheiße. Das sind ganz viele Sniper, wenn du rechts gehst. Ja, warte, ich geh. Genau. Schau mal, dass ich. Ja, ich brauche jetzt erstmal ein bisschen Munition. Ein Sniper hab ich. Oh, bin tot. Warte, dann geh ich zu. Ja, ich geh zurück. Ist gut. Okay, bin wieder da. Passt. Dann hast du ja wieder volle Munition. Jo, deswegen, ja. Auf dem Baum ist er. Ja, links war auch einer auf der Klippe mit einer richtigen Sniper, den hab ich. Ah, das ist nämlich außen zwei oben auf dem Baum. Ja, einen habe ich. Tot. Oh, scheiße, okay. Bin tot. Der andere hat sich gekillt. Okay. Alles gut. Also, danke. Gut. Was ist denn? Sind sie beide tot auf dem Baum? Ja, ich habe beide erwischt. Okay, gut. Das ist der Dämon. The one and only Dämon, mein Freund. Dachte ich, das schießt man. Und das Spiel macht mich so glücklich, ey. Ja, es macht schon Bock. Macht super viel Bock. Hier ist noch ein Waffenschrank, gell? Ja, also, falls du einen Sniper haben willst oder so. Boah, ein Überzug der. Oh. Noch geile Waffen sind da noch welche da? Nee, leider bloß. Das Einzige, was ich an Halo 3 hasse, ist, dass das Sturmgewehr hier mit 32 Schuss hat. Achso. Das ist übel auf. Das ist nicht das 60 Schuss Sturmgewehr, wie das Halo 1 und Halo Infinite. Nice gemacht. Nein, das ist so geil. Das Geräusch von der Snipers. Oh, Achtung! Oh! Nein, ich bin beide reingerannt. Sorry. Ja, ich war hinter dir. Also gut, ich hab bloß die Granate, wie heißt? Kontrollpunkte gesehen. Die Kontrollpunkte sind hier gefühlt auch fairer gesetzt. Kannst du auch sagen, was du willst. Ja. Weißt du, man muss halt schon sagen, da liegen halt auch ein paar Jahre dazwischen. Und die haben zum Glück ja, Bungie war ja auch immer jemand, der auf seine Community gehört hat. Wenn sie auch sehr paranoid waren. Aber. Irgendwie fern.
Ja, deswegen gab es ja zum Beispiel keine richtige Werbekampagne weder für Halo 2 noch für Halo 3. Die haben ja den, nicht mal den Marketingleuten gesagt, wie die Story ist. Also ich wollte nicht, dass es gehackt wird, oder wie? Ja, genau. Also deswegen musste man den, deswegen haben die alle ins Blaue das Marketing betrieben und wussten gar nicht, um was es geht. Ja, auch scheiße, da werden auch viele falsche Versprechungen gesät, oder? Ja. Weißt du, was Todd Howard gesagt hat? Was? Von Bethesda, dass es dieses Jahrzehnt kein Fallout mehr geben wird. Boah, ich hab richtig geweint. Kein Fallout. Sind dann mit Starfield. Jahrzehnt nicht mehr. Das Jahrzehnt nicht mehr. Ja, es soll bis 2030 nicht mehr kommen. Weil es kommt jetzt, der Plan ist ja jetzt Starfield und dann soll 2026 das neue Elder Scrolls Singleplayer kommen. Ja, ja, und klar. Dann wird man erst die. Und dann wird man sich erst in der Entwicklung dann Fallout machen mit der Gemeinde. Also Elder Scrolls glaube ich auch erst, wenn ich es sehe. Tut mir leid. Wenn das kommt, habe ich auch richtig Bock. Ach, Johnson. Er ist aber ein geiler Typ, oder? Der ihn getreten hat, ist der Chieftain. Da oben. Der da oben in der Halle. Oh fuck, ich bin tot, ich bin tot. Fuck. Warte, ich geh zurück. Okay, bin wieder da. Okay, ich hol mir jetzt in der Halle. Warte. Und an der Halle ist auch noch einer. Glaube ich irgendwo. Den in der Halle habe ich. Das. Okay, dann haben wir glaube ich alle. War der Hammer-Typ? Warte. Oh, hey. Warte, ich komm. Boah, fuck. Sorry. Alles gut, sind doch. Wir da. Sind doch unter uns. Der Hammertyp hier drüben schon ist? Der war doch noch nie hier. Da ist noch ein Sniper, gell? Der hat mich gerade gesniped. Pass auf, nicht. Keine Ahnung, von der anderen Seite. Auf dem Gebäude ist er. Da, wo Johnson drin ist. Lauter Arbiter. Rote. Jo, ist tot. Ist tot. Der Hammertyp. Ah, da unten ist der Hammertyp. Und der Hammertyp hat kein Schild mehr. Ich bin tot, jetzt bin ich tot. Ja, alles gut. Okay. Oh, ich will den Hammertyp los. Boah, ich bin tot, Achtung, keine Ahnung von wo. Sind wir da? Ich spring gleich und ich will noch den Hammertyp haben. Hammertyp ist tot. Okay, denk daran, wir können auch den Hammer aufnehmen jetzt, gell? Ne, hab ich noch nicht. Versuch grad den Loot da oben vorne. Der ist da um die Ecke. Und einer ist noch im Haus, pass auf. Auf dem Haus? Nee. Unten drunter ist er dann. Weil er unter uns sind sie. Hier. Ne. Vor allem, wie mache ich diese Speziale mit X, oder? Was hast du? Was hast du? Ja, genau. Heilung. Also bei mir ist es X. Ich habe Heilung.
Ich bin tot. Ich bin tot. Etwas zu enthusiastisch reingerannt. Okay, der ist tot. Danny macht hier wieder Multikills. Oh, ich hab mal B bekommen. Medaillen Master Chief. 8000 Kampagnen oder so. Ah, aber das war echt gekillt. Ich bin tot, Alter. Sorry, ich bin wieder da, okay. Ja, aber ich hab dann vorher die anderen Sachen kein Verfolg gekriegt. Das auf Legendär dort spielen und sowas. Ja, aber. Die kommen schon. Nein, du musst draufdrücken. Rein. Ja. Ich hab Heilung, wenn du brauchst. Dann sagst einfach schnell Bescheid. Ja, alles gut. Sonst muss er wieder draußen. Ja. Er kann ja nicht sterben. Das ist Sergeant Major. Wieder am Stress machen. Ja, weiß ich nicht, ist Johnson. Ist Johnson nicht auch ein Spartan gefühlt? Ich meine. Der war doch im Spartan 1 Programm. Nee. Doch. Was sagt das? Hab ich in irgendeinem Buch war das doch mal? Nein. Und okay. Zwar auf Harvest und hat das Katapult die Rebellen gekämpft als Unter. Dann war er auf Harvest Ausbilder und hat den ersten Kontakt geführt und dann hat er das erste Mal, der war auf dem Ring, das erste Mal trifft er auf Orton. Und da hat er seinen Typ verloren. Sonst hat Fahrern gar nichts gegeben. In den Büchern hat Johnson auch nicht so viele Auftritte. Also er hat ein eigenes Buch. Das ist auf jeden Fall Erstkontakt, aber. Endlich sieht man auch mal, dass die Phantom Source können, gell? Ja. Und auch das erste Mal in Halo 3, dass man die schießen sieht. In Halo 2 sind das ja alles nur Truppentransporter, ey. In Halo 2 hat doch der eine Frau mit Scarab auch auf uns geschossen. Schwätzer. Haben wir doch gerade vorher noch gesehen. Aber da hat doch kein Pelican auf den geschossen. Da war doch kein Pelican dabei. Achso, du meinst Pelican? Ja. Was hab ich gesagt? Phantom. Sorry, Pelican meinte. Phantom gesagt. Ja. Nee, Pelican. Ja, schon mal, das erste Level. In unter 30 Minuten. IFF confirmed. Contact is Pelican. Wir kommen mal nochmal. Ja, Rattennässe sind auch wieder ekelhaft. Da kommen jetzt wieder diese blöden Viech hier. Das ist Krähennässe, nicht Rattennässe. Ah ja, Krähennässe, Entschuldigung. Rattennest ist die Multiplayer-Map. Truth could have landed anywhere, but he committed all his forces here, East Africa, the ruins of New Mombasa. Then they started digging. What about Halo?
We stopped it, but only temporarily. Now the Prophet of Truth is looking for something called the Ark, where he'll be able to fire all the Halo rings. If he succeeds, humanity, the Covenant, every sentient being in the galaxy. The rings will kill us all. Ma'am, I have Lord Hood. Patch him through. Good news, Commander Keyes? Good as it gets, sir. So I see. What's your status, son? Green, sir. Glad to hear it. Commander's come up with a good plan, but without you, I wasn't sure we could pull it off. Truth's ships are clustered above the excavation site, and his infantry has deployed anti-aircraft batteries around the perimeter. But if we neutralize one of the batteries, punch a hole in Truth's defenses... I'll initiate a low-level strike. Hit him right where it hurts. I only have a handful of ships, Master Chief. It's a big risk, but I'm confident... Hell, not again. Emergency generators, now! Shielding failed. They're down and charging. As soon as they're up, reestablish contact with Lord Hood. Let him know... All of you vermin, cowering in the dirt, thinking, what, I wonder, that you might escape the coming fire? No, your world will burn until its surface is but glass, and not even your demon will live to creep, blackened from its hold to mar the reflection of our passage, the culmination of our journey. For your destruction is the will of the gods, and I am their instrument. Cocky bastard just loves to run his mouth. Does he usually mention me? Give the order, we're closing shop. Ma'am? We're about to get hit. All personnel, the wounded, code Alpha, we're getting all of them out. I'll have to carry him myself. Ma'am, squad leaders are requesting a rally point. Where should they go? Fight. To war. We just lost the perimeter cameras. Ich Deutsch besser sagt sie da kämpfen. Wo sollen sie hin kämpfen? Nee, wir müssen nach unten, gell? Come on, sir. I'll show you the way. The base was built for some 20th century war. It's full of old tech, like these door controls. Soll ich jetzt Miranda erschießen? Geht das? Keine Ahnung. Hier runter, hier runter. Ja, du musst hier runter, hier kriegst Waffen. Ich bin der Chief. Ich brauch schon eine Waffe. Nicht so wie du oder Gebiete. Von mir haben wenigstens die Marines noch Respekt, ja? Ja, ich schenke ihnen halt nur Hoffnung. Und von dir haben sie halt Respekt. Naja. Die Kraft, wie groß der Gebiete auch ist, ne? Ja. Wenn die hier ganz schön unter Druck gesetzt. ASAP. Was denn da? Und tschüss. As soon as possible. Manchmal meinen Aufträgen ganz schön von der Arbeit. Echt, ist drin bei dir? Wow! Wo war denn die Granate? Ich hab gerade den Erfolg bekommen, Flipflap. Die Geschichte eines Legion Grounds nach Flipflap laufen. Okay. Halo 3 Erfolg. Wer ist Flipflap? Und keine Ahnung. Geschichte habe ich gelaufen. Bist du wieder da? Ja, ja. Ja, es steht manchmal in meinen Aufträgen drin. Unfrech. Weil es schnell gehen muss.
der Blut, der ist aber weg. Geil, das ist ja. Ich hatte mal so einen Bauernarbeitskollegen, ne? Sagt der Witz zu mir. Ja, was habt ihr immer mit ihrem ASP? Ich hab ihm gesagt, das heißt so schnell wie möglich. Hey. Ach so! Freund, du hast hier noch ganz viele Codes übersehen. Ja, ich höre bloß, ich will bloß schnell hier die Dings hören. Boah, hier sind 17 Jackals. Dass die Menschen die Evakuierung überleben. Ich will nicht zu dir hin teleportieren werden. Ich will jetzt hier wissen, was da ist. Das ist so ein Nebenraum, Florian. Ich will wissen, was ein Nebenraum ist. Ach, ein Atomraketensilo hier. Was? Ah, jetzt bin ich bei dir. Ich musste bloß schnell einmal den Easter Egg anschauen. Oh. Das ist ein Easter Egg? Ach du, da wo du warst, war ein Easter Egg, oder? Ja, ja. Und da wo ich war, ist der richtige Weg, oder wie? Genau. Was für ein Easter Egg? Was sagst du? Was für ein Easter Egg? Da haben die Leute von Rooster Teeth haben da eine kleine Sprechrolle und das ist eigentlich voll lustig. Phantom, ja. Sag, wenn du tot bist. Bin tot. Oh, scheiße, ey. Ich hab einen Blödsinn gemacht. Wieder da. Gut. Na, ich wollte jetzt den Phantom unbedingt töten, aber ich, das war eine dumme Idee. Tot, sorry. Bin tot. Also weil gleichzeitig gestorben wird. Ja. Sorry. Das ist gut, kannst du ja nichts dafür. Jetzt erst einmal nicht sterben dürfen. Bin tot. Aber ich habe die Main-Cannon kaputt gemacht. Blut ist tot. Achtung, Jackals kommen links, rechts. Hier, die Marines haben es schon im Griff. Die fühlen sich hier sehr motiviert und sagen, schön zu sehen, Spartan. Weißt du, weil die wissen ja, was ist jetzt an ihrer Seite. Feuer auf die Phantom-Kanone. Tot. Oh. Ja, ich glaube auch, dass der Gebieter tot ist. Naja. Er ist halt nicht der Master Chief. Du weißt doch, meine Schildtechnologie ist nicht so fortschrittlich. So, hab das geschützt, hab alle getötet. Ich hab auch. Schwuler Landungs. Das ist ganz schön schwuler Landungsdruck. Da kommt doch ein Phantom, gell? Geh lieber weg, Daniel. Ja, der trifft mich hier unten. Ich bin ja im Keller. Achso. Das. Steck dich da einfach im Keller und dann werde ich zu dir hingebeamt. Ja, und alle Marines auch. Guck, alle Marines sind im Keller. Ja, Florian, ich wollte es dir nicht sagen, aber du bist halt zu mir hingebeamt. Der Master Chief. Hör auf, mich das zu triggern, hey. Triggert mich jetzt zwar überhaupt nicht, aber geht's trotzdem auf den Sack. Nee, ich Mann. Der Killgebieter. Ich meine, du vertrittst ja so viele Völker, ist ja auch eine große Ehre. Ich will nachher nochmal nachlesen, was dieser Ausdruck mit Flipflop ist.
was der gesagt. Ich glaube, da ist nur ein kleiner, genau das, bloß ein kleiner Dialog. Auf der linken Seite sind, glaube ich, noch welche, ja, da unten. Ich habe gerade Marine getötet. Ich bin tot. Bin wieder da. Ich gehe mal rein ins Blasenschild. Ist ein Blasenschild? Nee. Ja, wir sind fertig. Oh, wir müssen zurück. Wollen wir gleich gehen oder willst du noch warten? Soll ich warten? Nee, ich weiß. Dann los. Dann zurück. Gut als Backtracking. Oh, da ist eine Elite. Hä? Elite? Achso, du Arsch! Ich bin total verwirrt. Hä? Wieso sind jetzt hier Eliten auf einmal? Okay. Das sieht schon aus. So geil, wie ich immer noch die ganzen Wege hin und aus, wenn ich kenne. Ja, ich bin fast gelaufen. Ja. Oh, jetzt brauche ich dich. Jetzt kommt nämlich die Kaki. Das erste Mal. Kakis? Die blöden Bohnen. Und die sind immer noch super nervig. Super notgeil sind die. Es ist unfassbar, wie geil die sind. Super nervig. Ich hab ein paar Marines, und die haben ja auch Bock. Ich hab letztens gelesen, dass Vollgeist wieder richtig viele Leute spielen, mit der Level ist da drin, ne? Was? Vollgeist, echt? Ja, jetzt kannst du ja selber Level aufgestalten. Stimmt. Kam ja in der Season dazu, gell? Ja, es ist wahrscheinlich wieder mehr los. Also die paar Mal, wo ich dann so ein bisschen gespielt habe, ich bin da stellenweise mit 30 oder 20 auch mal ins Spiel gestartet. Ja, aber du hast ja noch nicht gespielt, oder? Nee. Hab ich letztens erst gelesen wieder. Okay. Also, was ich gesagt habe, für Konsolen ist eh auch gerade mager. Und dann haben sie gemeint, aber es wäre jetzt die Spielerzahl, würde sich jetzt wieder auch holen. Dann wäre es ja wahrscheinlich auch noch ein Trend. Atombombe? Nee, normale Bombe. Wird's auch nicht gut. Ich hätte keinen Ehrentod hier. Hier wäre eine Shotgun, wenn du willst, gell? Wird hier nämlich richtig. Ich habe ihm gerade 60 Patronen ins Gesicht geballert. Und dann hat er gesagt, ich habe mir bestimmt was gebrochen. Ja, bitte, das auch einfach alles macht. Der sich so richtig unterordnet, gell? Ja, ich meine, das ist nicht böse gemeint, aber das steht ja auch. Also, klar, gemeinsame Verbündete, aber das ist ja auch nicht der Arbeiter, oder? Fuck, ich bin tot. Sorry, so eine Ding-Granate hat sich nicht gehaftet. Du bist auch tot. Ja, ich hab's schnell genug geschafft, in Deckung zu gehen. Ich finde es so sehr.
Die hört sich einfach so geil. Die hört sich auch so schön wuchtig an. Das ist einfach ein geiles Gerät. Oh, ich bin tot. Sorry. Alles gut. Das war ja komisch. Oh, er ging jetzt schon super schnell. Wenn wir da. Der ist schon auf Legendär jetzt. Das war auch nur so fetzen. Die haben Heilblase. Hier fehlen halt die legendären Halo 2 Säulen, es tut mir leid. Weißt du, ohne Säulen kann ich nicht arbeiten. Und ich finde auch hier in Halo. Ja, hab schon gesehen. Ah, okay. In Halo 3 haben die Boots auch ein bisschen mehr Tiefe. In Halo 2 waren die halt auch nur Bullet Sponges, gell? Ja, Fanatiker halt. Ja, aber warum Tiefe? Was meinst du mit Tiefe? Nein, halt auch ein bisschen taktischer. Weißt du, also. Ich hab Unbesiegbarkeit aufgenommen. Cool. Hast du den Hammer auch mitgenommen? Nee, ich hätte mich Schrotflinte und du den Hammer. Ein Loch. Ich finde es auch gut, dass du als Gebieter auch Cortana-Visionen siehst, ne? Ja, klar. Das sind halt so kleine Plateaus. Achtung! Warte mal, hier ist auch noch ein Schädel. Und bloß schauen, wie wir da dran kommen. Oh, ich bin drüber gesprungen, scheiße. Siehst du, unter der Dings da, wo ich hinschieße, da ist der Schädel, glaube ich. Auf der Plattform genau unter dir. Siehst du? Da müsste er sein, oder? Okay, egal. Ja, ich komme nicht hin. Scheiße, ich bin. Ja, tut mir leid. Du weißt auf Jump'n'Runs. Ich mag nur einen Jump'n'Run. Das ist ein Maxim Jump'n'Run. Ja, deswegen sind wir da und retten dich. Oh, Unbesiegbarkeit war weg. Tot. So, eine wohlgeplatzierte Granate von denen. Idiot. Oh, Jackals. Jackals sterben auch nicht sofort, sterben auch wieder schneller. Die Schilde schlucken auch nicht wieder 100 Millionen Schilde. Ja, ich bin immer noch da, aber mein Problem ist, ich habe mich hier irgendwie so in die Decke gehangen. Ich muss warten, bis der Grafflift da unten weg ist. Sorry. Sterben, okay. Oh, ich habe eine gute Granate gesetzt. Ein paar Boots erwischt. Boah, ich bin tot, sorry. Mist. Heilung brauchst, sag Bescheid. Da waren zwei. Ich ziehe mich zurück, ich bin blind, ich sehe euch. Alles gut. Warte, ich heile mich kurz. Waren zwei? Okay, bin wieder da. Heilschlag, kann man ja stehen und. Ja. Dann mal. Oh, jetzt wäre es mal geil, wenn wir hier irgendwo ein bisschen Buffy-Buffys hätten.
Nee, ganz also unten sind auch noch welche. Hoch, ich muss erst clearen. Noch irgendeine Lüftungsschacht, als bin ich vor sehr viel Blut. Okay. Achtung, Schild Absorbierer. Ah, ich lieb doch die Schiffwörter, der man uns. Du Lutscher! Ja, eine echte Schimpfwörter. Tot. Tot. Du warst gerade tot, oder? Oh nein. Bis X gesehen und dann. Hä? Oh. Ja, ist gut. Kein Kontrollpunkt. Ah, ist doch kein Problem. Oh nein. No. Richtiges Dreckstück. Ja, total. Schlimm wie Halo 2, ganz ehrlich. Ich passe jetzt mal ein bisschen besser auf und dann. Ja, gar keinen Spaß. Und macht mir auch keinen Spaß vorher. Checkt jetzt da oben. Oh, die Marines, so geil wie die reden. Einer hat gerade gesagt, Granate raus. Das war auch fast der Goldene da hoch, dass so alle auf Gleichzeitig sterben. Okay, ich bin tot, sorry. Granate wäre gut. Ja, okay, gut. Ich glaube jetzt ist er tot oder nee. Er wollte einfach duschen gehen, kannst du dir das vorstellen? Der Elia, der Blut hier, der wollte einfach sagen, ja. Du sagst Duschi Duschi. Weibliche Marines sagen, mit wem muss ich geschlafen, um Zigaretten zu bekommen. Sexistisches Spiel. Der männliche Marine hat gerade gesagt, echt, ist das ein Single-Mall ist dies. Ja. Jo, und ich bin schon zurückgegangen. Tot, bin tot, bin tot. Ja gut, aber wenn er Lust auf einen Single Malt Whisky hat, kann man auch... Ja, oh, bin tot, bin tot, bin tot! Gut Shot, hey. Sind wir da? Ja, den goldenen. Du hast den goldenen Waffe. Goldener Stone. Ne, der ist immer noch da. Der mit seinem Geschütz, der steht doch noch da. Ach so. Nein, den mit dem Radler von meinem. Der war golden. Wenn man geschützt ist, jetzt tot. War jetzt aber nicht sehr gerade nett, was er gesagt hat, aber so.
Enthusiastisch hört sich besser an, oder? Ja, hätten. Anscheinend. Hätten wir anscheinend mehr retten können. Achtung, in dem Elevator sind, glaube ich, gleich welche. Die Elevator Boys. Die Elevator Boys. Bevor es die Elevator Boys gibt. Aber wir haben noch einige gerettet. Was wollen denn die? Aber nicht alle. Nein. Ja, wir haben alle gerettet und fahren alleine auf Zico. Ja, okay, vielleicht können wir noch mal runterfahren. Ja. Okay. Ja. Naja, Hauptsache wir werden evakuiert, wir sind die Rettung der Menschheit. Vor allem, wir können tatsächlich nicht mehr runterfahren. Ja, die Teil. Die müssen halt den Aufzug jetzt selber mal rufen. Die werden jetzt sowieso hier alle gestorben. Ich will die ja bloß beschützen. Sind wir doch mal ehrlich. Mit Jetpack-Boots und so, da ist halt auch nichts zu sparen. Oben, oh! Ich werde sterben. Bin tot. Flugentdeckung, Flugentdeckung! Bin wieder da. Wo? Oh, ich bin tot? Keine Ahnung von wo. Oh Gott. Ich glaube, du bist auch tot, oder? Oh Gott. Jetzt. Ja, noch nicht, aber vielleicht jetzt. Ich habe aber lange noch durchgehört. Ich habe alles versucht. Dialing to the moon. Von oben wieder. Gleich oben auf dem Ding abschießen am besten. Warum bist du immer so offen? Scheiße, ich bin tot. Ja, weil ich hier Halo 3 spiel mal. Tretmine. Was war denn der letzte? So. Ja. Mann, das war doch die Tretmine. Oder auch nicht. Ja, du musst drüber crouchen. Achso, die geht bei uns auch hoch. Ah. Schon belastend, dass jetzt unsere Roots in the op center. They disarmed the bomb. Sorry, Commander, there were too many. Even for me. Chief, get back to the op center. Kill those brutes. Rearm the bomb. I've got to get these men out of here. But I'll radio with another exit. Good luck. You will be the protectors of Earth and all her colonies. Was schaut's aus?
Du hast es kurz im Prozess gemacht. Hat er lebt noch? Okay, oh. Ist, wie sie sich freuen bleiben. Sniper tot. Ich einfach wirklich anderthalb Köpfe bin, gell? Wie groß du einfach. Ja, ich hab's auch gerade gedacht. Wie du mich einfach als Bediensteter nimmst und ich immer dir die Türen aufmachen muss. Ja, ich wusste nicht, dass du mal. Ich wusste nicht, dass man die Türen öffnen muss. Wow, da hat ein Flakgeschütz, Achtung. Damit kann ja keiner rechnen, ne? Bin wieder da. Wo ist das scheiß Flakgeschütz? Ah, jetzt bin ich tot. Alles gut? Tack, sorry. Ich hab das Flakgeschütz immer noch. Ich snipe, ich schau hier die ganze Zeit, weil ich wollte den eigentlich als erstes wegmachen, aber. Ach, da hinten. Oh, der Blut hat. Oh. War aber ein Teamkill, gell? Das war jetzt der, gell? Wieder da. Ja. Ich hab nicht geschossen. Ich hab nur die Dinger gelegt. Sorry. War nicht schnell genug weg. Ich hab das X gesehen und dann. Das ist gut, ja, wir haben hier. Haben wir Granaten? Komm, ich werf gleich Granaten hinter. Ja, total. Ein Schlaggeschütz ist so ätzend. Wo ist die scheiß Türe? Ich bin tot, sorry. Ich hab die Türe nicht gefunden. Ich auch nicht. Oh, oh. Du bist genau den gleichen Weg gelaufen wie ich. Erst an die Türe, dann an der Türe vorbei. Zwischen Tür und Wand. Ja, ja. Ja, genau. Wenn du bist, sagst du Bescheid. Okay, der mit dem Flakgeschütz ist aggro. Ich habe kein Schild mehr, bleibst du mal in Deckung. Ja, ich hab auch kein Schild. Was ist denn der? Hier an der Tür, an der Treppe hinter dir. Was ist denn der? Es nimmt. Hab ihn ab. Hab ihn gepuncht. Jetzt ist er aber puncht. Er lebt noch, er lebt noch. Oh, da oben, da oben, da oben, da oben, da oben, da oben. Bin tot, bin tot, bin tot. Geschütz hab ich geholt. Nicht sterben, Daniel. Ist vorne nicht. Ja. Nicht sicher, ne? Bin wieder da? Nein, gut gemacht. Ach, jetzt kommt dir das wieder, genau. Wow, 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 wow! Mrs. Grunt! Trotzdem viel mehr Bock als Mass Effect 2. Mass Effect 2? Was ist das für ein Vergleich? Ich hab grad. Ja, ja. Ich hab grad vorher Mass Effect 2 gespielt. Ich spiel grad Mass Effect 2 durch.
Jo, bin da. Mal wieder kommen? Ja. Hier ist eine Säule, Florian. Du weißt, die Säulen sind das Key-Element. Säulen sind Freunde. Jetzt bin ich tot. Boah. Jo, ich hab's nicht mehr in die Tür geschafft. Ach, Flugherr. Ich kann auch keinen geilen Schusswaffen mehr. Einfach runter. Was, aber wo ging's denn nochmal runter? Achso. Ja, ja, ich war halt woanders wie du. Jetzt müssen wir die scheiß Jackets da auf der Seite. Das sieht schon besser aus als vorhin. Ja, jetzt haben wir es doch. Loading done. Ich hab dunkel, jetzt bin ich gegen die Wand gelaufen. Wo bin ich jetzt? Ach, da. Die Kampfgewehr-Munition wäre jetzt geil. Ah, dankeschön. Feuer wie. Vorher an einem Ständer vorbeigelaufen. Wir waren vier Stück. Mit dem 80 Minuten Timer. Ja, ich bin froh, dass es hier so einen geilen 80 Minuten Timer gibt. Aber die hätten jetzt ja noch 5 Minuten gestellt. Außerdem ist die Bombe mit dem Aufzugsknopf gekoppelt. Weiß doch jeder, guck. Sieht so kacke aus, wie diese eine Flamme so durchkommt und der Aufzug sich gar nicht bewegt so. Und jetzt hast du die Explosion. Das ist auch James Bond für Arme, oder? Danny, wir haben 3 Level heute geschafft, kannst du das vorstellen? Ich danke dir, Halo 2 und 2 Level von Dings. Und Halo 3. Oh, Amo Highway. Ich sag dir, was ist. Ich glaube, dass wir Halo 3. Gut. Ich sag's dir, wie es Halo 3 wird super schnell. Halo 3, Halo 3 wird super schnell. Es gibt also ein Abfuck-Level wird für uns Cortana sein, ganz klar. Oh, jetzt hier, hey. Fahren wir gleich mit dem. Also, wir hören jetzt auf, gell? Aber das wird auch geil. Ja, auf jeden Fall. Es ist 0 Uhr, halb 12. Ja. Halb 12 ist die perfekte. Aber komm, lass uns einmal noch schnell mit dem Warthog rausfahren, komm. Nur für das gute Gefühl. Power.
Also das spiele ich jetzt nicht nochmal, die zwei Sekunden. Das macht jetzt eher Spaß. Ja, nimmst du jetzt kein Marine mit. Nimm jetzt Marine mit. Mach doch die Türe auf hier. Hast du gerade gehört? Die sagen ja auf Deutsch. Das ist, weil ich den Schädel aktiviert habe. Ich hab so einen Schädel aktiviert, dass da andere Dialoge kommen. Du weißt, was der gerade gesagt hat, eine? Die Genfer Konvention ist nur ein Spaß. Okay. Hat gerade ein Marine gesagt. Ich hab auch gerade gedacht, ich hab mich verhört. Schau mal, wie geil das jetzt ausschaut. Boah. Wie oft wir das Level gespielt haben. Das ist einfach nur geil. Und das ist geil. Allein nachher, weißt du, wenn wir den ersten Scarab in die Luft jagen. Boah, das wird so geil. Boah, ich hab so Bock, ey. Ist ein schnelles Level oder ist es. Farbo-Halbe ist ein geiles Level. Nee, das dauert lange. Ja, es dauert lange. Oder können wir jetzt nicht noch machen. Ja, dann, ja. Dann lassen wir es jetzt sein. Weil Florian, du bist jetzt schon wieder an dem Punkt. Du hast ja recht. Oh. Was hat er jetzt nochmal bei dir gesagt? Bei mir hat er gerade wieder zwei geile Sätze gesagt. Bei mir hat er gerade gesagt, was? Aliens haben auch Scharfschützen? Und dann hat er noch gesagt, wow, wie toll sie den umgefahren haben. Ich möchte ihm die Hand schütteln. So, was hast du für ein Dings bekommen mit dem Chat? Was war denn das? Ne? Papier, genau, Geschichte des jungen Grants Papi Flippy hat gelauscht. 2020 schon freigeschaltet. Oh, das wird echt gut, hey. Oh, ich hab so Bock, hey. Ohne Spaß. Ja danke, Danny. Richtig schön. Bock gemacht, wie gesagt. Ja. Wie gesagt, auf das einzige Level, was ich keinen Bock habe, ist Cortana. Da wäre ich auch dafür, wenn wir da wirklich dranhängen, dass wir das einfach skippen. Und dann irgendwann nochmal nachmachen. Oh. Cortana ist echt scheiße, gell? Das war jetzt Dorflegendär. Geskippt wird nix. Ja, okay. Aber geskippt. Okay. Ja, ich weiß, aber geskippt wird nix. Weil dann hätten wir auch gleich sagen können, wir skippen Halo 2. Weil Halo 2 hat mich wirklich an manchen Stellen wirklich an den Wahnsinn getrieben. Ich war wirklich oft super sauer. Also, gerade da, wo es rausging mit dem Sniper. Oder weißt du, gestern, als wir mit am Anfang von der Schlucht standen. Da war ich auch schon so kurz davor zu sagen, ja komm, dann lass uns heute kein Halo spielen. Ich hab so nach dem 12. Mal gegen den Brut anrennen, hatte ich schon irgendwie keinen Bock mehr. Aber wir haben es jetzt durchgezogen. Ich bin richtig stolz. Und Halo 3 hat jetzt voll, meine Laune auf Halo wieder. Das ist schon was ganz anderes, gell? Das hat mir jetzt wieder Bock gemacht. Ich hätte schon. Halo 2 ist ja ein gutes Spiel. Aber dieses Checkpoint. Ist halt, wie du schon sagst, ist halt super frustrierend. Das Spiel hat super viele Faktoren mit rein. Killen die sich selber? Wie stehen sie? Wie ist der Sniper gleich? Dann werfen sie gefühlt 800 Granaten und immer in deine Richtung und treffen immer. Okay, dann ich auch. Ja gut, Florian, ich gehe schlafen. Also, wann soll ich morgen kommen? Ich glaube, halb sechs. Halb sechs passt. Ja, okay. Dann bis dann. Ciao, ciao. Okay. Bis dann, Flo. Ciao, ciao. Ja, das war jetzt mal richtig wieder ein erfolgreicher Tag. Und vor allen Dingen, also Halo 3 macht so viel Bock. Es ist unglaublich, wie viel Bock das macht. Es ist einfach nur Wahnsinn. Es ist, kann es gar nicht oft genug sagen. Ah, so, ich weiß gar nicht, ob das hier auch
Nee, da gibt's gar nichts. Schade. Egal. Ja, und dann vielen Dank fürs Zuschauen. Und unsere Reise nach Halo Infinite geht weiter. Bis dann.